Rudolf Schewe hat 26 Jahre für die Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei in Delmenhorst, genannt Nordwolle, gearbeitet. Auch seine Eltern haben dort schon gearbeitet, sich in der Fabrik so erkennen und lieben gelernt. Rudolf Schewes Leben war also schon früh von der Wolle geprägt. Wir sind auch als Kinder sehr viel allein gewesen. Die Eltern fingen morgens um 6 an zu arbeiten. Wir gingen um 8 Uhr zur Schule. Das heißt also, wir waren gezwungen, morgens uns alleine anzuziehen und uns fertig zu machen. Das war einfach so. 1955 fing der damals 26-Jährige dann selbst in der Fabrik an. Er arbeitete sich vom Maschinenöhler bis zum Meister hoch. Die Arbeitsbedingungen waren hart. 21 Grad Raumtemperatur bei einer Luftfeuchtigkeit von 70% und extrem laute Maschinen. Meine Frau hat oft genug gesagt, sprech mal ein bisschen leiser, du schreist ja. Aber man gewöhnt sich einfach an das Lautsprechen und so weiter, weil man sich sonst nicht verständigen konnte. Im Betrieb selbst hat man immer laut gesprochen. Diese und weitere Erlebnisse, die der 84-Jährige in fast 3 Jahrzehnten Nordwolle erfahren hat, gibt er jeden ersten Sonntag im Monat weiter. Denn dann führt der gelernte Herrenschneider durch das Museum, das auf 2300 Quadratmetern die Geschichte der Nordwolle zeigt. Rund 19.000 Besucher im Jahr zählt das Museum. Jana Harifeld freut sich über die Unterstützung durch ihren Zeitzeugen Rudolf Schewe. Es ist anders als die, die wir bisher im Haus haben, weil es eben nicht so sehr die Historie ist, die dann vorgetragen wird, sondern tatsächlich der Produktionsablauf. Das ist so sein Metier. Man merkt auch, dass er da in dem Moment aufblüht und Geschichte und Geschichten erzählen kann. Das macht Spaß zuzuhören. So werden selbst komplizierteste Herstellungsverfahren von der Rohwolle aus Australien bis hin zum fertigen Garn verständlich. Das ist das Vorgarn, was auf der Ringspinnmaschine aufgesteckt wird. Es läuft zweifädig über die Stangen, wird hier rund und durchgeführt, wird hier hinten ins Streckwerk eingeführt. Durch unterschiedlichen Ablauf und so weiter wird das Garn gestreckt und so weiter, kommt hier durch die letzte Druckwalze rauf, wird hier unten in einen sogenannten Ringläufer eingehangen und durch die Drehung der Spule, der sogenannten Spindel und so weiter, wird die Drehung ins Garn gebracht und gleichzeitig wird das Garn auf den Garnträger aufgewickelt. Rudolf Schewe ist stolz auf seine Nordwolle, einst die größte Firma ihrer Art in Europa. 1981 wurde sie stillgelegt. Durch das Museum und die Geschichten des Delmenhorsters bleibt es aber trotzdem noch ein Stück weit lebendig.